Heute ist Heiligabend und ich wünsche euch allen erstmal wunderschöne Weihnachten und ganz, ganz tolle Feiertage. Und ich hoffe, ihr habt ein paar besinnliche Stunden mit euren Lieben und könnt die Zeit auch genießen. Und ich habe mir gedacht, weil Weihnachten ist, mache ich nochmal eine kleine Verlosung mit euch. Und zwar werde ich nicht einfach dieses Mal ein Buch verlosen, sondern ihr dürft euch ein Taschenbuch eurer Wahl aussuchen, was ihr gerne haben wollen würdet. Und ich sag mal so, Taschenbuch sind so 10, 12 Euro ja immer so, was so die Taschenbücher halt kosten. Und was ihr dafür tun müsst, ist mir einfach in die Kommentare zu schreiben, was für ein Taschenbuch ihr gerne haben wollen würdet und warum ihr ausgerechnet dieses Buch haben wollt. Und mehr müsst ihr dafür gar nicht tun. Ich werde dann, wenn ich den Gewinner gezogen habe, das Taschenbuch besorgen und demjenigen zuschicken. Und ich packe noch eine Kleinigkeit von mir noch mit als Überraschung da dazu. Was das jetzt genau ist, werde ich nicht verraten an dieser Stelle, sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Und ja, ich habe mir gedacht, das ist mal ein etwas anderes Gewinnspiel, als wenn ich immer losgehe und schon gucke, was für Bücher ich verlosen könnte. Und wenn ihr Lust habt, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, dann wie gesagt, schreibt mir einfach in die Kommentare, welches Buch ihr gerne haben wollen würdet und warum. Und Teilnahmebedingungen findet ihr auch wie immer unten in der Infobox. Und ich lasse dieses Gewinnspiel jetzt genau 2 Wochen laufen, also sprich bis zum 7. Januar. Ich werde dann am 8. Januar den Gewinner ziehen und auch mitteilen. Und mehr wollte ich euch an dieser Stelle gar nicht mitteilen, außer dass ich ein Gewinnspiel mache. Und wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und mehr gibt es von meiner Stelle jetzt auch gar nicht zu erzählen. Ich drücke euch die Daumen für das Gewinnspiel, hoffe, ihr habt alle schöne Weihnachten und bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.